Ja, das kann ich hier nicht beantworten, was rechtsextrem ist. Auf dem Parteitag der AfD ist die Frage aber krass im Fokus gewesen. Denn die Partei hat sich für die Zusammenarbeit mit einer Organisation geöffnet, mit der sie bislang nichts zu tun haben wollte. Das sogenannte Zentrum Automobil ist eine Gewerkschaft, die Verbindung in die rechtsextreme Szene hat. Die Organisation wird jetzt von der sogenannten Unvereinbarkeitsliste genommen. Jetzt können auch deren Leute in der AfD Mitglied werden. Das ist ein krasses Signal. Die neue Chefin Alice Weidel wollte das nicht. Björn Höcke aber schon. Er hat sich durchgesetzt und sagt: Deswegen bestimmen wir qua unserer eigenen Kraft, unseres eigenen Selbstbewusstseins, unseres eigenen Willens, wer Extremist ist und von wem wir uns abgrenzen. Auf gut Deutsch, Extremistinnen sind nur die, die die AfD für Extremistinnen hält.